Ja, wieder mal ein bisschen Improvisationsreparatur hier. Mein KA3005D. Warum Reparatur? Ist doch relativ frisch. Nun schalten wir es einfach mal an und hört selbst. Yeah. Okay, immerhin kein Vorführeffekt. Ich denke mal, der Lüfter ist im Eimer. Also, ja. Ein paar Minuten später, er hat sich beruhigt und holen wir mal gerade hier das Referenzlevel. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und könnte hier einmal Garantie und so weiter, aber ganz ehrlich, der Aufwand nur für den verranzten Lüfter lohnt nicht wirklich. Zumal der original hier hinten verbaute Lüfter ohnehin extrem laut schon ist von vornherein. Das heißt, den hätte ich ohnehin früher oder später wahrscheinlich versucht mal zu tauschen. Jetzt habe ich auch immerhin Grund. Müsste vom Abstand her ja ein 80er oder sowas sein. Da finde ich bestimmt irgendwo was in der Grabbelkiste. Was ich natürlich gucken muss, wenn ich richtig im Kopf habe, hängt hier an diesen Bolzen nicht nur der Lüfter selber, sondern da ist auch direkt die innere Mechanik festgeschraubt gewesen. Ich hatte ja das damals mal zerlegt in meiner kleinen Vorstellung. Das heißt, da müssen wir ein bisschen schauen. Aber ich habe ein paar Videos bei YouTube gesehen von anderen Leuten, die es auch schon getauscht haben. Und das sah dann auch noch halbwegs vertretbar aus. Also, Schrauben raus. Gucken wir mal nach. Ja, und das ist ungefähr das, was ich noch in Erinnerung habe. Wir haben hier den Lüfter selber, der von hinten verschraubt ist. Und dann kommen hier die Standoffs. Dieser Abstandshalter, wo die eigentliche Platine dann drauf sitzt. Verschraubt ist die von hinten, das heißt, ich muss im Prinzip die Schrauben an der Rückseite hier rausschrauben und dann irgendwie mit einem dünnen Schraubenzieher von hinten durch die Löcher und dann hier die rausschrauben. Weil ja, hier vorne ist auch noch eine Kante, das heißt, ich komme auch nicht mit so einem Eckschraubenzieher dahin. Also, meh. Aber ich glaube, ich müsste da was Passendes haben. Also, ja, das kriegen wir schon hin. Haupthalteschrauben sind hier diese mit diesem ganz groben Gewinde, die auch beim PC zum Einsatz kommen, um Lüfter zu halten. Ja, war irgendwie zu erwarten, ne? Okay, der hintere Part ist jetzt definitiv lose, soweit so gut. Aber wie wir hier sehen, von hier sind jetzt nochmal Schrauben drin in diese Abstandshalter und das muss irgendwie da raus. Ich komme aber von der Seite nicht da dran, das heißt, ich muss einen Schraubenzieher haben, der durch das äußere Loch des Lüfters geht, bis nach innen. Mal gucken, ob wir irgend so was Langes haben, was dünn genug ist. Wenn wir Glück haben, ist es nicht fest angezogen und ich komme mit denen hier weiter. Denn ja, die sind halt schön dünn. Probieren wir das mal und ja, das sieht gut aus. Die Schraube löst sich. Damit müsste ich auf jeden Fall rankommen. Sehr schön. Okay, alle Schrauben draußen, dann müsst ihr jetzt eigentlich sich der Lüfter trennen lassen und das sieht gut aus. Okay, was wir jetzt natürlich schon machen müssen, hier oben sind noch ein paar Kabelbinder, wo das Lüfterkabel durchgeht. Das müssen wir wahrscheinlich abmachen und hier hinten an der Frontseite ist das Ganze eingesteckt. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall schon mal geguckt, habe hier noch einen alten CPU-Lüfter gefunden. So aus den guten alten Pentium 4 Zeiten müsste der sein. Der dürfte die richtige Größe haben. Zwar auch nicht unbedingt der professionellste, aber Data Cooler hört sich zumindest mal besser an als das, was hier drin sitzt. Gut, ich glaube, ich werde hingehen und werde einfach hier das Kabel abschneiden und werde den neuen Lüfter da dran friemeln. Dann behalte ich nämlich schön hier hinten meinen Stecker. Vom Lüfter her, wir haben hier, wie wir sehen, ein bisschen mehr Drähte. Der alte hatte nur zwei, schwarz und rot. Der neue hat schwarz, rot und gelb. Das Gelb ist der sogenannte Tachoausgang. Das heißt, da kommt ein Impuls raus, wie schnell der Lüfter sich gerade dreht. Damit kann man bei PCs anzeigen, ja, die Lüftergeschwindigkeit halt anzeigen lassen. Regeln selber ist hier bei dem Lüfter nicht möglich. Das wären dann die neueren Lüfter. Die haben dann vier Pins. Die haben noch ein zusätzliches Kabel für die Regelung. Den hier kann man natürlich auch über die Stromzufuhr regeln, aber halt nicht direkt, wie man es gewohnt ist, mehr oder weniger mit einem fertigen Ausgang. Da ist keine Regelung selber im Lüfter, das muss man außen dran bauen. Bauen wir den mal da rein und gucken, ob der dann weniger Krach macht. Bin mir da nicht ganz so sicher, weil, naja, der ist halt auch schon ein paar Jährchen, dieses Teil hier, und hat sich jetzt nicht ganz so gut angefühlt, aber versuchen können wir es ja.
Ja, alles wieder zusammen, aber ich denke, man kann es sehen und vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe ein bisschen zu festgehalten. Ja, für die Qualität des Aufbaus spricht das jetzt nicht gerade. Es hat sich tatsächlich so ein bisschen verbogen, aber naja, das ist auch relativ instabil, dieses ganze Konstrukt hier. Und ja, gut, gerade ein bisschen hin und her gebogen, Deckel wieder drauf, hey, passt schon. Der äußere Rahmen gibt dann ja am Ende die Stabilität. Das müsste schon halten. Gut, den Stecker hier, den klebe ich mir irgendwie noch an die Seite. Die Kabel noch alle richtig isolieren vom Lüfter. Bisschen Schrumpfschlauch drum. Und ja, dann habe ich immerhin wieder ein funktionierendes Netzteil, was mir nicht nur abkaut. Okay, dann würde ich sagen, testen wir mal mit dem neuen Lüfter. Dazu gehen wir einmal Strom drauf und halten die Finger schön da weg. So. Wann ist er? Leise ist er mit Sicherheit nicht, aber er rattert immerhin nicht mehr. Immerhin ein Fortschritt. So, optimal ist es natürlich nicht. Ich hatte jetzt mal geguckt, einige Leute, die haben hier noch eine Lüftersteuerung reingebaut, um den entsprechend nur bei höherer Temperatur anspringen zu lassen und so. Aber ich denke, ich werde es erstmal hier so belassen. Ich meine, funktionieren tut er und ja, normalerweise habe ich das Ding halt am Schreibtisch in Betrieb, beziehungsweise an der Werkbank, da ist jetzt das Geräusch nicht ganz so problematisch. Deswegen, hey, schrauben wir zusammen, passt fürs Erste. Immerhin nicht mehr dieses Geratter von hier, dem, wie auch immer die Firma heißt, Yang Shang Feng. Okay. Yang Shang Feng macht jetzt Müllei mehr und, ja, ich habe ein paar Schrauben vor mir. Wo man ein Auge drauf halten sollte, hier gibt es eine Stelle, hier sieht man, da ist die ja, diese weiße Beschichtung ein bisschen ab. Im Gegensatz zu den anderen, wo einfach nur ein bisschen Dreck sich wohl angesammelt hat. Das ist die Stelle, da gehört dann unter die Schraube nochmal hier so eine Zahnmutter oder wie auch immer sich das Ding nennt. Ich schätze mal, das ist, um die Erdung definitiv hier auf das äußere Blech auch rüber zu bekommen, ist halt die eine Stelle. Sollte man auf jeden Fall wieder mit reinbauen. Und Gegenprobe, wie hört sich das Ding jetzt an? Ich habe die Aufnahmen mal durchgeguckt, also einen großen Unterschied sehe ich da in der Praxis nicht. Der neue ist zwar im Durchschnitt leiser, hat aber irgendwie so ein ja, Knackengeräusch, irgendwie so ein Antriebsgeräusch noch mit dabei, dass das Ganze dann wieder lauter erscheinen lässt. Das hatte der alte nicht, der war dafür allgemein lauter. Aber das ist auch nicht unbedingt mein Problem, wie gesagt, Werkstatt und ja, er erreicht jetzt noch nicht nervtötende Dimensionen. Von daher, ich habe wieder ein funktionierendes Netzteil, kann wieder weiter basteln. Und dann hoffen wir mal, dass der neue Lüfter ein bisschen länger tut, was er soll.